Wenn man es übersetzen kann oder möchte, heißt Handwerk. Kann auch Handwerkkunst, Handwerkskunst genannt werden. Kann man vielleicht auch eine Brücke schlagen nochmal zum Wolf. Ja, das Thema, was er schon angesprochen hat, was da die Abgrenzung zum Künstler. Ja. Es ist tatsächlich so, also wenn es gibt eine viel mehr Handwerker als Künstler, kann man auch sagen. Also die Masse, die schiere Masse ist schon ein Unterschied. Und einem Künstler liegt immer ein Handwerk auch zugrunde, hat er auch schon mal erwähnt. Ja. Aber ein Künstler folgt eher einer Obsession. Das ist einem Handwerker eher nicht so zugänglich. Ja. Dass sie können besessen sein, sie können auch sehr akribisch sein, aber sie werden ein Ding nie zu einem Ende treiben, wie ein Künstler es tun wird. Kann man so vielleicht kurz zusammenfassen. Das Thema Craftsmanship, Kunsthandwerk, ja. Wir sind eine IT-Firma, eine Softwarefirma. Wir bewegen uns in dem Raum, also geht es auch um das Thema Software-Craftsmanship im Kern. Was kann man dazu sagen? Ja, im Allgemeinen ist es so, dass das Thema Handwerklichkeit oder sagen wir mal eine handwerkliche Einstellung, das ist eigentlich das, was dahinter steckt, sehr verloren gegangen ist, vor allem in unserer Gesellschaft oder auch in Firmen. Durch so Themen wie Taylorismus, Shareholder Value und so weiter sind handwerkliche Fähigkeiten in Unternehmen auch teilweise gar nicht mehr so sehr gewünscht. Sie sind teilweise auch von Managern eher feindlich gesonnen, weil es Mitarbeiter, die viel Wert drauf legen, etwas genau und gut zu tun, sind nicht so geeignet für Unternehmen, die ständig Änderungen unterliegen. Gefordert wird mentale Flexibilität. Wenn jemand da, ein Mitarbeiter da ist, der immer einer Sache akribisch nachgeht, dann ist er fürs Unternehmen heutzutage und im Sinne des Managements nicht mehr so gut geeignet. Und das ist schade, weil dadurch gehen ganz, ganz viele Dinge verloren, ganz, ganz viele Qualitäten verloren, die einer handwerklichen Einstellung innewohnen, von sich aus. Also in der Vorbereitung zu diesem Vortrag haben wir uns da Gedanken gemacht, haben Brainstorming gemacht und haben uns überlegt, was verbindet sich eigentlich alles damit? Und sind auf bestimmte Punkte gekommen. Das sind jetzt alles Substantive, die wir denken, dass sie sich damit verbinden. Das sind einfach, was dazugehört zu einem Handwerk, einer handwerklichen Einstellung, einem Handwerker, sind so Themen wie, ja, man braucht Talent, ist schon so, man braucht eine gewisse Fähigkeit, um ein Handwerk auszuüben. Bei Handwerks entstehen Werke in der Regel, ja, das ist, also die Werke haben immer einen Grund, sowas wie, zugrunde liegt immer eine Einmaligkeit. Man kann auch sagen, die Herkunft, es ist möglich, einem Werk die Herkunft zuzuordnen. Also ein Handwerker kann man in der Regel nachvollziehen, wer hat das gemacht. Ja? So, was kann man da noch zusammentragen? Also, was möchte ich noch eingehen? Zum Beispiel, es gibt sowas wie Ethik, ja? Auch im Handwerk, das im Handwerk drinsteckt. Dahinter verbirgt sich dann sowas wie, dass im Mittelpunkt der Mensch steht bei all dem, was gemacht wird. Ja, manchmal wird das ausgedrückt durch höhere Werte. Das ist mal ein ganz einfaches Beispiel. Im Mittelalter, die haben es vorher schon mal angesprochen, beim Bau von Kathedralen haben Handwerker auch immer viel Wert darauf gelegt, dass auch die oberste Freske noch ganz genau detailliert ist, auch wenn sie den Mensch unten schon gar nicht mehr gesehen hat. Ja, also wenn sie schon gar nicht mehr mit dem Auge aufzunehmen war. So was. Was steckt noch drin? Werkstolz zum Beispiel, dass eine grundlegende Ehrlichkeit im Schaffen drin ist. Ja, dass ein strenger Berufsethos dahinter steckt. Genau. Und natürlich, dass sowas wie Qualität rauskommt, dem Werk Qualität von sich aus schon innewohnt. Dann natürlich Nachhaltigkeit. Ein Handwerker wird immer darauf achten, dass er ressourcenschonend arbeitet. Zumal wegen seinem eigenen Geldbeutel oder auch wegen den höheren Werten, die er vertritt. Es gibt Normen, es gibt Methoden und es gibt auch Maximen, die gefolgt werden. Also sowas wie höhere Leitlinien, die Handwerker sich angeeignet haben in der Gruppe. Und natürlich gibt es ganz klassisch die Meister-Lehrling-Beziehung. Lebenslanges Lernen steckt drin, das hören wir bestimmt nachher auch nochmal genau, was da dahinter steckt. Und wie Wissen weitergegeben wird von Mensch zu Mensch. Wie kann man das jetzt auf einen Punkt bringen? Also ich habe lange darüber nachgedacht, mir selber was zu überlegen, wie man das Ganze auf einen Punkt bringen kann. Mir ist es leider nicht richtig gelungen, weil da steckt so viel drin. Also haben wir ein bisschen nachgeforscht und es gibt ein
Es gibt einen Soziologen, einen amerikanischen Soziologen, kennt vielleicht der eine oder andere, Richard Sennett, hat zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben, ist also noch aktuell aktiv, der Kollege, lehrt in New York und, glaube ich, in London. Und er hat ein Zitat gebracht, das hat es auf den Punkt gebracht, was man damit verbinden kann. Und das wird es mal vorlesen. Ja. Etwas selbst dann richtig zu tun, wenn man vielleicht gar nichts dafür bekommt. Das ist wahrer Handwerkergeist. Was meint er damit? Also das ist natürlich jetzt da so hingeschrieben, aber letztendlich geht es darum, ja, etwas um seiner selbst willen gut zu machen, ganz einfach. Steckt Disziplin und Selbstkritik drin, auch immer wieder zu hinterfragen, ob man das Richtige gemacht hat. Es gibt gewisse Standards, also eine Übereinkunft, wie es denn richtig ist. Ja. Und man kann sagen, das Streben nach Qualität wird zum Reins oder wird zum Selbstzweck. So, was hat das jetzt zum Beispiel mit IT oder Softwareentwicklung zu tun? Es ist jetzt nicht so, dass es gibt schon eine längere Bewegung, die das verkörpert, aus bestimmten Gründen. Und es haben sich vor circa 20 Jahren, kann man sagen, aus Amerika ausgehend, Programmierer zusammengetan, um neue Werte zu definieren für sich selber. Das hat auch einen bestimmten Grund. Also in einigen Unternehmen wurden Programmierer dazu gezwungen, unausgereifte Software aus monetären Gründen zu früh zu veröffentlichen. Also aus Gewinnstreben raus. Und die haben dann schwer darunter gelitten, dass sie entweder ständig diffamiert worden sind, dass sie schlecht gemacht worden sind, dass in Prozesse ausgeartet. Und deswegen haben die sich zusammengetan und haben ein Manifest gegründet oder nach diversen Konferenzen und so weiter sind sie in eine Übereinkunft gekommen und haben ein Manifest geschrieben, wo im Prinzip auch das alles drinsteckt, was Sennett vorher da in seinem Zitat gebracht hat. Also nicht nur funktionierende Software, sondern auch gut gefertigte Software zu entwickeln, nicht nur auf Veränderungen zu reagieren, sondern auch stets Mehrwert zu schaffen, nicht nur Individuen in Interaktion, sondern auch eine Gemeinschaft aus Experten darzustellen, das kann man so etwas Ähnliches wie so eine Art Gildenbildung oder Kammern, ja? Nicht nur zusammenarbeiten mit dem Kunden, sondern auch produktive Partnerschaft. Diesem Manifest haben sich ganz, ganz, ganz viele Menschen angeschlossen. Ich konnte sie gar nicht zählen, ich habe es mal versucht herauszufinden, wie viele es sind, aber es sind weltweit unglaublich viele Menschen, die dem folgen. Und es haben sich in den letzten Jahren, also über die Welt hinweg, fast in jeder Stadt, Programmierer zusammengeschlossen oder Softwareentwickler oder Leute, die was mit IT zu tun haben, um gemeinsam entweder mal überhaupt zu zeigen, dass sie existieren, zum Wissenaustausch und so weiter. Wir hören da bestimmt heute nochmal was drüber. So, und was hat es denn jetzt für eine Bedeutung für uns, oder wie kann man das sagen? Und da habe ich auch drüber nachgedacht, habe auch wieder ein Zitat gefunden, was ich nochmal ansprechen möchte. Es stammt auch von Richard Sennett. So, ich will es einfach mal in den Raum stellen und gar nicht mehr groß kommentieren, weil ich denke, das steht für sich selber. Ja? Es handelt sich hier um eine Gemeinschaft von Handwerkern. Er meint damit tatsächlich Programmierer, also er hat das tatsächlich auf die bezogen, auf dieses ganze Szenario, was ich gerade eben beschrieben habe, die sich zusammengeschlossen haben und versuchen, bessere Software zu entwickeln für den Kunden. Sie konzentrieren sich darauf, Qualität zu liefern und gute Arbeit zu leisten.